Im Dezember 2015 soll der neue Star Wars Film Episode 7 in die Kinos kommen. Ein YouTube-Nutzer hat seiner Vorfreude darauf nun auf ganz besondere Weise Ausdruck verliehen. Mit einem viralen Video, das den Frankfurter Flughafen als imperialen Starport zeigt. Das Video verkauft Frank Wunderlich, so der Name des YouTube-Nutzers, vollmundig als geleakte Originalszene aus dem neuen Star Wars-Streifen. Das wird in den Kommentaren allerdings von vielen Nutzern bestritten. Klar ist nur, Wunderlichs Frankfurter Starport-Animation ist äußerst professionell produziert. Und entsprechend wild sind die Spekulationen. Ist der Clip nicht doch echt? Handelt es sich gar um eine Guerilla-Marketing-Aktion der Star Wars-Produktionsfirma? Auch der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport kennt keine genauen Hintergründe. Man erhalte zahlreiche Anfragen, bleibt ob der Markenrechte aber gelassen. Wir werden nicht gegen das Video vorgehen, teilt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage mit. Der Clip sei schließlich nicht image-schädigend, sondern sehr gut gemacht. Das sehen auch die Nutzer bei YouTube so. Über 1 Million Klicks verzeichnet das Video bereits binnen weniger Tage. Und neben dem Rätselraten um die Herkunft des Videos bewegen manche Nutzer noch ganz praktische Fragen.